in diesem Film hat das da doch schon ein bisschen schwerer. Genau wie der, der jetzt kommt, Götz George alias Schimanski. Habt ihr letzten Montag Tatort gesehen? War ja wieder mächtig spannend, wurde eine Menge Ruß im Ruhrpott aufgewirbelt. Die Musik war auch besonders schön, sie stammt von Tangerine Dream. Die hatten schon mal einen ziemlich großen Erfolg mit Das Mädchen am Fenster. Jetzt versuchen sie es erneut im letzten Tatort Miriam mit dem Titel Daydream. Und jetzt sehen wir ein Stück vom Tatort. Ja, eh die Telefone heiß laufen, sag ich's lieber doch gleich. Der Tatort hieß natürlich Das Mädchen auf der Treppe und nicht Das Mädchen am Fenster. Aber ist ja eigentlich auch egal, Hauptsache Mädchen.